Ja, nein. Nein. Jubi, der gute Schabernack war großzügig. Er hat uns Pacify geschenkt und deswegen werden wir jetzt gleich loslegen. Und zwar in, damit Michi nicht wieder so am Maulen ist. Drei. Oh, ich hab die neue Kamera neu positioniert. Ich muss mich da jetzt nicht. Drei, zwei, eins. Ab geht's. Oh, ich hab das hingekriegt. Ich werd bekloppt. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Runde, nein, zur ersten Runde Pacify. Mit dem guten Ragnar, dem Schabernack und dem No-Budget-Nerd. Es ging von rechts nach links tatsächlich. Warum? Keine Ahnung, weil ich rechts bin und gerne mit mir selber anfange. Er ist rechts, er ist Nazi, habt ihr das gehört? Kai, hast du das gehört? Ja, habe ich gehört. Ich finde das immer noch genial, wenn ihr miteinander redet. Aber gut. Wir haben null Ahnung von dem Spiel, wirklich überhaupt keine. Wir haben es noch nie gespielt. Wir haben uns nicht groß belesen. Wir haben nur Schockeffekte gesehen und Kai fand es geil. Beziehungsweise Kai hat Schockeffekte gesehen und Mal, das ist habe ich gesehen. sofort allen geschenkt. Und zwar zu Weihnachten. Ist er nicht lieb? Manchmal ist er Er ist der das. Beste. Er ist der Beste. Gleich nach mir. Ja, Kai streamt das Ganze auch nebenbei. Ich sag einmal Hi zu Kais Welt. Hallo Kai, Zuschauer. Und er hat es wahrscheinlich noch gar nicht großartig umgestellt, sodass ich jetzt nicht zu hören bin bei ihm. Aber scheißegal. Wir starten die Sitzung einfach und ab geht die Nummer. Ich scheiß mir jetzt schon ein. Ich mache Licht aus. Nee, ich mache nicht Licht aus. Ich lasse Licht an, besser ist. Ich kann das Licht leider nicht ausmachen. Okay, this is the place. Find a way in and check the entire house. Das ist aber ein mächtiger Regen. Was sollen wir tun? Ich habe keine Ahnung. Wir sollen das ganze Haus checken, hat mir gerade die komische Stimme aus dem Off gesagt. Wir haben offensichtlich eine automatische Taschenlampe. Ja. Wir haben Grafik aus der Hölle. Okay, wir brauchen Haustürschlüssel. Okay. Steuerung ist übrigens springen und ausgehen. Ah, rechte Maustaste ist Taschenlampe an und aus. Ah, guck mal. Oder F? Ich vermute, dass hier der Schlüssel drin ist, aber gibt's hier irgendwo. Ah! Scores, Flashlight, Was kannst du Drop. denn benutzen? Ja, keine Ahnung, steht hier nicht. Ah doch, Use, linke Maustaste. Okay, ich kann schon mal den Karton da nicht benutzen. Gut, wir müssen Schlüssel finden. Das sollten wir hinkriegen oder was? Ich habe die Vermutung, dass er da im Haus drin liegt, aber da kann ich nichts holen. Können wir crouchen? Geht's Crouch crouch? ich hier gar nicht. Aber ich kann auch gerade überhaupt nichts mehr machen. Das ist ganz schlecht. Dann schließ doch mal Ja. deinen Controller neu an. Mach ich gerade. Im Müll wird der Scheiß wohl nicht liegen. Oh, jetzt habe ich auch einmal. Ah, es gibt auch ein Fadenkreuz. Still need to check the place out. Okay, wir können also in den Van zurück. Ihr sperrt mich aus, danke. Gerne. Also. Toll. Ja, das war's mit dem Spielerlebnis. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir lassen das ab jetzt. Also, sind wir uns einig, dass wir zusammenbleiben? Okay. Ich weiß. Also, ich Wo dachte. seid ihr jetzt von der Fußmatte gewesen? Nee, ne? Ich weiß nicht. Lass doch. Oh. Es gab einen Türgong. Wollen wir mal ums Haus rumlaufen? Boah, Alter, habe ich mich gerade erschrocken, als da irgendwer auf einmal auf der Terrasse war. Das Aber könnte es noch war ein nur Garten wahrscheinlich sein. Kai. Okay, da hinten ist gerade irgendwas aufgeflasht. Müllsäcke? Das ist gut. Wo? Da am Ende des Tunnels quasi. Kann auch ein Blitz gewesen sein. Ich bin mir da nicht sicher. Ah, es hat nochmal aufgeflasht und es war offensichtlich hinter der Mauer. Können wir hier die Fenster irgendwie rein? Ey, lass mich mal nicht alleine im Garten. Sind die doof oder was? Wir sind doch alle im Garten. Hier Ja, ist ein. ey. Das Tor geht auch Guck mal nicht da, auf. ist eine hässliche Puppe. Alter, die war eben noch nicht da. Okay, wir brauchen immer noch den Haustürschlüssel. Gut, hier sind wir schon mal nicht weit gekommen. Gut, also muss. Bisschen alter. Wir spielen, glaube Naja, ich, alle eine Frau, kann was das sein? Also wir müssen jetzt wirklich ins Haus kommen, oder? Wir Hier? müssen irgendwie ins Haus kommen, ja. Was ist das denn da? Ah, Ah. ja, gerne gehe ich in den Keller, immer. Ja, in einem Horrorspiel, natürlich. Ja. Immer das Beste. Check this out of the house. It looks like there's an entrance into the basement.
Okay, Kellerschlüssel brauchen wir noch. Ist so ein bisschen Point-and-Click-Adventure, kann das sein? Was ist das? 15. November 1889. Ich habe versucht, sie zu retten, aber ich habe versagt. Ich gebe auf. Ich glaube, Gretchen zurückzubringen. Also aber ich fürchte, das Mädchen ist für immer verloren. Weil du dir. Was ist los? Puppen. Wo? Was? Ich weiß nicht, wo du bist. Habe ich aufgenommen. Ach, die kann man einsammeln. Ja, ja, ich glaube, wir müssen die sammeln. Das ist, glaube ich, der Job. Wir können auch hier das Holz nehmen. Ich weiß nicht, was wir mit dem Holz sollen. Ein Bestattungsinstitut. Ah. Gut zu wissen. Luders Bestattungsinstitut. Wir bieten Dienstleistungen in ihrer Zeit der Not an. Erholung, Bestatter, Zeremonie, Beerdigung, Einäscherung, vereinbaren Sie einen Termin. Wir bieten auch private Dienstleistungen an. Erholung finde ich gut. Inwiefern? Okay, hier liegt ein Schwert. Oder ein Degen ist es. Was ist das hier? Ein Tablett. Ist es hier eine Tür zugegangen? Die geht zu? STRG ist übrigens der geilste Bunny Hop ever. Okay, ich habe hier einen Weinkeller gefunden. Lecker. Also jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe das Gefühl, wir haben uns schon verlaufen. Ich habe Holz genommen. Ja, ich habe auch Holz. Lass uns alle Holz nehmen. Können wir da mal irgendwas tun? Weiß ich nicht. Da ist eine scheiß Tür, die wir auch nicht aufkriegen. Okay. Kai, was kannst du mit der Puppe machen? Weiß ich nicht. Ich habe hier überhaupt ein Inventar. Die Puppe, zeig mir. Keine Ahnung. Wo ich hast du denn? Angezeigt. Wo okay. Hast du ein Inventar? Ich habe kein Inventar. Ich habe einfach sagen. Nur unten links. Psst, Puppe sei mal leise. Okay, ist nur eine Uhr. Uhren sind gruselig. Ja, vor allem so eine Pendeluhren. Ja, gehen wir hier weiter. Ja, hey. Tür. Kellerschlüssel. Geht mal nicht so schnell. Du willst hier schnell durch, geht oder Karl? Normal. Jetzt also ich sprinte nicht mal. Das sieht aber irgendwie alles viel schnell aus. Das sieht aus, als ob wir durch so ein Level rushen oder so. Das ist ja uncool. Das sieht ja der Zuschauer. Ja, hier eben. Müssen wir nochmal weitergehen, ne? Hier waren wir schon. Geht's nämlich hoch. Wo geht's hoch? Wo hast du eine Treppe? Ja, hier ist eine Treppe. Ah, hab sehr schön. Ich habe gerade irgendwas gehört. Die Frage ist, sind das unsere Fuß? Also hören wir uns. So eine Art Tippen, als immer mit dem Finger auf. Wollen wir erstmal hier unten bleiben und hier alles erkunden? Ja. Okay, aber was ist denn jetzt das genaue Ziel? Wir müssen Puppen sammeln. Aber wir müssen die sammeln. Ich glaube schon. Um. Ich was? Keine Ahnung. Hä? Wir sitzen in der Küche unten im Keller beim Leichenbestatter. Partykeller. Ja, natürlich. Ihr nicht? Ich glaube schon. Ja. Immer. Hier ist mehr Holz. Michi, wenn du auch Holz willst. Okay. Ja, was soll ich mit dem Holz machen? Irgendwie sieht man mal den Maus. Irgendwie sieht man mal den Cursor und mal nicht. Der ist ganz schön klein, ey. Der ist, glaube ich, nur da. Ich hab einmal schon Holz aufgenommen. Mehr Holz kann ich nicht aufnehmen. Okay, geht mir genauso. Ist hier mit Müll. Kann man damit ja noch irgendwas machen. Eben. Whatever. Okay, ich frage mich ja auch, was der PvP-Modus ist tatsächlich. In so einem Spiel. Spielt einer die Olle? Vielleicht bin ich dann der Geist. Ja, möglich. Ich gehe mal hoch. Yay. Okay, alle da. Alter, überall brauchst du einen Schlüssel. Da ist irgendwas Rotes. Puppe. Oh, Puppe. Ich lese mal. Ah, okay. Ich kann nicht ohne weiteres die erklären. Puppen austauschen. Ah, okay. Ich hab diese komische Puppe. Nimm die. Ja, wie? Ja, einfach mit linker Maustaste oder mit E. Ich kann nicht ohne weiteres erklären, was passiert ist. Ich habe meine Frau an den Tod und meine Adoptivtochter an das Böse verloren. Meine Tochter ist von einer Dunkelheit besessen, die nicht kontrollierbar ist. Wenn sie noch hier ist, bist du in Gefahr. Mir fällt nur eine Lösung ein, die sie vielleicht für immer aufhält. Verbrenne die markierten Puppen. Ah, wir sollen die Puppen verbrennen. Ja, ich hab eine markierte Puppe. Wo war das? Die dumme Kuh. Alter. Ich will's gar nicht wissen. Mach hier mal irgendeiner. Wir müssen Feuer finden. Feuerzeug. Hier ist noch eine Puppe. Und ein Kamin. Wo? Nicht markiert. Ach, da unten. Ich hab einen Saalschlüssel gefunden. Okay. Was? Da ist noch eine Puppe. Hört ihr das? Ja. Alter, what the fuck? Ah, da kommt sie! Oh.
Da! Da war sie gerade. Habt ihr es nicht gesehen? Das fliegt. Ja? Ja, die fliegt. Okay, das wird hier aber lauter, ne? Dieses ja, ich will hier weg. Alter. Hier ist noch eine Puppe. Inwiefern sind die markiert? Oh, ich hab was gefunden. Streichhölzer. Ja, hol sie. Hab ich. Dann lass uns Feuer machen. Da kommt komm. Was tut sie? Alter, what the fuck? Was tut sie da? What happens? Ich glaube, Michi ist... Sie hat mich! Ja? Was macht sie mit dir? Was kann ich denn jetzt mit den... Sie ist auf jeden Fall jetzt chillig. Nein. Hallo? Okay. Nein! Alter! Okay. Weg, 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 weg! Ich komm hier nicht weg! Nein! Fuck, und die rennt hier doch immer noch rum. Du bist eine Puppe. Ich bin am Arsch. Das Müller, komm, lass mal Müller jagen. Alter. Ah! What the fuck? Ist ja geil. Was soll ich machen? Das weiß ich auch. Ihr seid winzig. Flashlight, Drop, Sprint. Ah, okay, die Puppe fallen lassen kann man. Wie? Okay, wie? Ah, hier, mit... Mittlere Maustaste. Ja. Ich kann Controller machen. Könnt ihr mir jetzt helfen? Oder seid ihr evil? Für dich, Michi, fallen lassen. Okay. B. Hier ist. Ah, cool. Ich habe mich in verschiedenen. Das ist aber nicht die markierte Muppe. Ihr lasst mich auch nicht. Warte. Wie hoch wir springen können, ist ja cool. Ich habe mich in verschiedenen Bereichen des Hauses eingeschlossen und versucht, mir einen Weg zu überlegen, wie ich sie retten kann. Ich habe 5 Schlüssel. Jeder Schlüssel öffnet Türen in verschiedenen Bereichen des Hauses. Es gibt den großen Saal, die Schlafzimmer, den Keller, den Dachboden und die Haustür. Ich habe in jedem Bereich einen einzigen Schlüssel hinterlassen, um einen anderen freizuschalten. Okay. Ey, Kai, ob Müller die Schritte hört? Ah! Da ist sie! Hallo, Schätz! Boah, Alter, ich scheiß mir ein! Hallo! Die ist ja ekelhaft. Warum bist du so ekelhaft? Oh, Alter! Ich bin jetzt einfach hinterher. Ich bin ja eine Puppe. Was soll mir denn jetzt passieren? Ich sag mal, komisch. Ich sag mal, ob man die Schritte hört, das schießt. Alter! Hallo! Das macht's nicht besser. Meine Güte. Komm, wir laufen hier einfach hinterher. Der Müller kann ja. Ich höre nur die ganze Zeit die. Also bei mir ist gerade alles duster. Ich weiß noch nicht, wie lange ich mich verstecken muss vor der Alten. Ah, da ist sie! Reagiert die Fische auf mich? Ja, ich bin hier. Hier muss aber auch der blöde Schlüssel sein. Ich hab. Die Puppe, die ich eben fallen gelassen habe. Ich hatte den Saalschlüssel gefunden. Ist die falsche? Aber. Alter, wenn man das noch spielt und noch lebt, ist das echt eklig. Müller, hier ist übrigens der Schlüssel. Wo? Hier. Ich höre die Alten. Ich höre hier nur was. Warum ist die Tür zugegangen? Hier sind kleine Puppen. Hier seid ihr. Da? Alter. Nein, das waren wir nicht. Alter, ich piss mir ein. Muss auf jeden Fall. Sie ist da. Ja, genau. Hallo. Alter. Fick die Henne. Ist auch so ein Spiel, das ist, man ist glücklich, wenn man tot ist, oder? Ich hoffe, könnt ihr mal mit euren Laschenlampen weggehen? Was ist denn los hier? Ich piss mir ein! Und die beiden stänkern! Der Hund hat mir meine Tour vermasselt. Okay. Also ich habe hier auch Matches gefunden. Ja. Aber hier ist die Tür halt zu, ich krieg sie nicht mehr auf. Ich weiß nicht, wo du bist. Saalschlüssel. Ich weiß halt nicht, wo du bist. Sie ist im Saal. Ich bin im Saal, aber du kommst hier nicht rein. Du kommst hier nicht rein. Weil sie hat die Tür offen. Ich bin durchgeschlüpft. Hau ab mit deiner Lampe! Verräterpack. Danke, Nettie. Wie liegt der Saalschlüssel? Ich trau mich nicht von A nach B zu gehen, weil ich sie ständig höre. Sie ist oben. Was spielt ihr denn? Pacify. So. Gerade hoch, Müller. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich renne hier die ganze Zeit nur weg. Irgendein Horrorspiel, das Kai meinte, müssten wir unbedingt spielen und uns allen geschenkt hat. Vielen Dank, Kai. Das Spiel. Sie kommt runter. Okay. So, sie macht jetzt endlich wieder eine Tür auf, damit ich rauskomme. Die Tür auf. Verpiss dich, Michi. Ah, hier ist der Schlüssel. Ja, ist ja schön. Ja, sie hat die Tür aufgemacht. Sehr schön.
Da, wo der Schlüssel ist. Okay, warum kommt da einer? Die Tür ist auf. Sie kommen. Achso, sie kommen übrigens. Warum laufen da Puppen zu? Das sind Michi und Kai gerade, weil die schon verreckt sind. Scheiße. Sie kommt. Ja, dann geht weg mit euren Kacklampen. Der kribbelt wieder gleich. Ja. Du Ficker, ey. Alles cool. Okay, komm. Ich habe jetzt irgendeinen Schlüssel gefunden. Sie scheint wieder weg zu sein. Das ist der Saalschlüssel. Okay, ist das hier der Saal? Hast du das gehört, Müller? Das sind, die sind Matches. Ja. Hier ist der Saal. Ja, ich muss erstmal lesen. Sie könnte sich im Handumdrehen gegen dich wenden. So hat sie meine Frau umgebracht, Gretchen. Es hat immer funktioniert, ihr die Puppe zu geben. Ich muss mir immer wieder sagen, dass das nicht sie ist. Okay, man kann ja also die Puppe geben. Also die Puppen. Sie hat sich die Puppe von mir geholt, aber ja. Hier sind überall also, Streichhölzer. Blöde Kuh. Blöde Kuh. Nee. Oh scheiße, ich höre sie. Saalschlüssel. Nein. Oh scheiße, sie kommt. Oh scheiße, oh scheiße. Nein, 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 nein. Verpiss dich. Alter. Oh, hast du den Saal aufgemacht? Alter, hier lachen Puppen. Es macht keinen Spaß. Wenn wir lachen könnten. Okay, sie ist da hinten im Saal. Das ist ja gruselig, dass da Puppen rumlaufen. Ja, auch. Das sind aber die kleinen Puppen sind gerade Kai und Michi. Das hast du mir gerade schon erzählt. Ja. Wir müssen die markierte Puppe wiederfinden. Die hatte ich eben. Okay. Hallöchen. Die Frage ist. Achso, okay. Also, die alte rennt im Saal rum. Okay. Ja, genau da, wo du gerade reingehst. Ja, ich schmeiße da eine Puppe hin. Ich glaube, das funktioniert. Woran kann man die markierte Puppe erkennen? Wo ist sie denn? Bei mir hatte die markierte Puppe ein weißes Oberteil an und darauf ein schwarzer... Okay, ich sehe sie. Genie, ja, egal. Hallo, Genie. Da war ein schwarzer Kreis drauf, so eine schwarze Klecke. Ein Kringel. Was, Genie? Okay. Ja, Genie ist... Starten. Du bist übrigens live im Internet. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hallo. Okay, steht hier. Wovor hast du eigentlich Angst, Michi? Da hat eben gerade so eine kleine miese Pisspuppe vor mir die Tür aufgemacht und mich angelacht. Das ist gemein. Das ist echt mies. Okay, ich bin jetzt gerade... Ja, jetzt hat die mich auch noch eingeschlossen. Hier ist ja, das Klopfe, macht die gerne was? Mal. Ich fühle mich jetzt gerade relativ safe mit der Puppe in der Hand. Ich glaube, so kann ich die... Ich nicht! Du bist tot, was soll sie dir tun? Ich hab trotzdem Angst! Oh, scheiße. Hier ist sie. Ja, ich weiß. Hör auf, gruseliges kleines Männchen. Wovor hast du Angst, du Eierkopf? Hä? Na, von dir habe ich keine Angst, aber von ist dir. Das ist scheiße. Vor der lustigen Puppe, die mich gerade hier eingeschlossen hat. Komm mal her, Lika. Hallo. Alter. Haustürschlüssel. Okay. Ich glaube, sie ist schlecht drauf. Da ist eine Puppe. Da war ein. Da ist eine laufende Puppe. Ja, hier ist an mir ist vorhin auch schon eine Puppe vorbeigelaufen. Da, das ist eine böse Puppe. Ja, Müller, du musst sie fangen. Sie hat sich gerade eingesperrt. Ich habe gerade eine Puppe, womit ich hoffentlich sie... Scheiße, Schlafzimmerschlüssel gebraucht. Wir laufen der Puppe gerade hinterher. Ja. Markierten, aber wir müssen erstmal wissen, wie wir Feuer machen. Ich habe auf jeden Fall schon mal... ach ja, da hinten war auf, ne? Alter, jetzt höre ich diese Puppen lachen. Ne, die nächste Runde... Ah, hier rennt sie. Wissen wir das? Ich hab's. Ja, du hast sie. Ja, jetzt müssen wir Feuer machen. Aber ich kann sie nicht aufheben. Ach doch, jetzt habe ich sie. Weißt du, wo Matches sind? Was? Ich hab Matches. Okay, du hast auch Holz. Jetzt müssen wir nur einen Kamin finden. Schlafzimmerschlüssel. Hallo, gruselige. Also, das Ziel ist, die Puppen zu verbrennen, oder was? Ja, ich glaube, alle Puppen zu verbrennen. Okay, Dachboden. Ja, ich fühle mich super. Hier liegt auf jeden Fall nochmal Holz. Ja, Holz habe ich. Die alte ist auf dem Dachboden übrigens. Ja, super. Fühle ich mich gleich viel besser. Ich habe keine Ahnung, wie man Feuer macht. Immer so sicher ist. Ja, also ich bezweifle, dass hier oben irgendwie ein Kamin ist tatsächlich. Ich würde fast behaupten, der Keller. Genie, ey. Halt die Fresse. Erschreck mich doch nicht so. Gast hier. Jetzt mal alle ganz leise. Oh fuck, sie ist da. Sie ist da. Fuck.
Boah, sie kommt mir immer noch. Ich hab hier noch die Puppe hingeschmissen! Lass mich in Ruhe! Du hast aber die böse Puppe geschmissen. Stimmt. Hier, nimm die! Sie nimmt sie nicht! Blöde Fotze! Ab! Sie ist zum Glück genauso schnell wie ich, also man kann hier vor ihr wegrennen, aber immer nur im Kreis rennen ist, glaube ich, dumm. So, ich hoffe, ich konnte mich verstecken. Wenn nicht, also bin ich tot. Auf dem Boden ist auf jeden Fall eine Puppe. Puh, könnt ihr mal vor dem Balkon gucken, ob sie hier ist? Ah, ihr seid das, gut. Sie kommt, oder? Hast du dich hier versteckt? Ja. Ah, nein, jetzt hat sie mich. Oh, Alter! Fick dich, Bitch! Du hast Solarium, Bitch! Ich habe gegen die Dunkelheit verloren. Ja. Ich hab. Okay, ist. So sehen die aus. Ja. Auf dem Boden sehen die aber alle gleich aus. Nur im Inventar sehen die anders aus, kann das sein? Alter, bist du eklig und hässlich! Wäre ich tot, würde ich auch so aussehen. Boah, ey. Du siehst so aus, wenn du die Treppe hochgerannt bist. Nettie, möchtest du mit zuhören? So. Da sind wir wieder. Wir versuchen es nochmal nach unserem grandiosen Ableben vorn. Diesmal gehen wir gleich links rum, oder? Wir sind übrigens drei wunderhübsch. Maßlos überbeleuchtet. Warum auch immer. Okay. Also, ab geht's in den Keller. Streichhölzer suchen. Was? Der Kater hat gerade mein Kabel. Achso, Michi, kannst du dich ein bisschen höher setzen? Man sieht nur noch deinen Oberlippenbart. Und dein Mikro mal wieder näher. Guck mal, genau. Und mal, genau. So. Hallo, könnt ihr mich sehen und hören? Geht so. Sehen ja, aber hören. Kai rennt doch nicht immer so. Ja. Also, weißt du? Sprint. Ja. Weißt du, wenn irgendwer an dir vorbei rennt, weißt du, es ist Kai. Okay. Hier ist der Basement, der Keller und so. Ja, ich habe schon mal einen Key gefunden. Saalschlüssel, gleich zu Anfang. Das ist ja nett. Ich habe eine verfluchte Puppe. Okay. Ich habe Holz, wir brauchen Streichhölzer. Alter, du bist auch ein Rusher, ey. So, ich habe Holz. Ich will das jetzt wissen, wie das geht. Ja, ich auch. Aber halt mal lieber die Augen offen nach dem Kamin oder so. Ich weiß, dass hier irgendwo ein Ofen war. In der Leichenfabrik. Ah, die ist schon da, die Fotze. Echt? Was ist denn? Ja! The fuck, Alter! Wie? Wo? Das ist auch eine gute Frage. An der Orkate! Es reicht! Alles schon angefressen. Ich wollte nur mal sagen, guck mal hinter dir. Hä? Da oben. Geil. Ich bin umzingelt von Frau, Kater und Hund. Okay, da kommt man nicht ran. Wir brauchen Matches. Ja, ich guck grad hier. Ich hab. Irgendwie bin ich gerade im Kreis gelaufen. War hier gerade noch. Ist hier auf? Nee. Okay, gut. Rennen wir mal zurück. Michi, wo bist denn du? Ah, sie ist bei mir! Ich kann mich nicht verstecken! Oh oh. Du bist tot. Ich glaube, ich bin tot. Müller, wo bist denn du? Ich stehe in irgendeiner Ecke und sie kommt mir hinterher. Sie kam mir eben hinterher. Ich stehe hier mit Licht aus und mach es nicht an. Backen zu. Bist du noch unten? Ja, ich bin noch unten. Ah, wir sind doch auch unten. Okay, ich trau mich mal wieder raus. Michi, mach mal dein Mikro näher an, Mann. Ich verstehe dich nicht. Echt, ey, man versteht dich nur noch ganz scheiße. Ah! Sie hat nämlich auf mich gewartet! Blöde Fotze! Ah, ich glaube, sie ist da. Oh, sie ist da, sie ist da. Nein, 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 weg, da ist sie! Da ist sie! Ab nach oben, ab nach oben. Oh, fick die Hände, ey! Wir brauchen Matches. Ich habe hier aufgeschlossen. Und einen Schlüssel gefunden. Schlafzimmer. Gut. Oh. Wir brauchen trotzdem Matches. Ja. Und einen Kamin. Ja. Was ist denn das für eine Villa ohne Kamin in scheiß Arbeitszimmer? Ja, vor allem. Ja. Oh, mir geht's schlecht. Dass ich da gerade noch weggekommen bin, ne? Das war wieder mehr Glück als Verstand. Freundin. Ich habe nicht damit gerechnet. Nein. Ich habe eine Puppe. Und es ist keine Verfluchte, aber ich nehme sie mal mit. Und ein Typ. Willst du sie haben? Bitte sehr, da ist die Verfluchte. Ja, viel besser. Wir haben immer noch keine Matches. Ich hab sie. Du hast okay, Matches? Nee. Die Puppe, die Verfluchte. Okay, die Tipps kennen wir jetzt alle schon. Schlafzimmerschlüssel. Ja, ich hab hier.
Ich habe auch noch eine Puppe gefunden, aber eine normale. Ich habe Matches. Ich habe zwei normale Puppen. Ist die verflucht über dir eigentlich gelaufen, Kai? Nee. Nein, ist noch nicht. Die ist noch eine, was ist das? Puppe ohne Kopf. Hat die anders ausgesehen? Ja. Also auch als sie so stand? Die Puppen zum Schluss, als wir gestorben sind. Ja, ja. Du siehst es sofort. Die hat diesen komischen Dings an. Okay. Ich hab das Ding noch eingesammelt. Hört ihr überhaupt zu? Ja, du hast sie. Ich weiß. Ja, aber wir brauchen ja noch Matches. Trotzdem jetzt einen Kamin, weil ich hab Matches. Müller scheint das irgendwie gekriegt zu haben, dass ich das Ding hab. Ich okay. Hab Matches und Holz. Ja, ich, Holz hab ich auch. Oh, hier liegt was. Matches, nochmal. Sehr schön. Dann haben wir jetzt... sie könnte sich immer... Okay, Puppe geben funktioniert überhaupt nicht. Das ist voll der Beschiss. Hier sind nochmal Matches. Dass man nur einmal Streichhölzer mitnehmen kann, ne? Und wenn man die Matches noch. Und ja. wenn man die Puppe fallen lässt, also vor ihr... Ja genau, schmeiß mal die Verfluchte hin und dann versuchen wir sie mal anzuzünden. Ja, aber wie? Keine Ahnung. Ich höre sie doch schon wieder. Ich höre die Schritte. Ich höre nichts. Ich höre auch nichts. Echt nicht? Sind die doof oder was? Ich bin schwerhörig. Also ich habe sie nicht gehört. Jetzt habe ich sie gehört. Ja, ach nee. Hör bloß nicht auf den dicken Michi, nein. Sehr dicker Michi. Trotzdem war das Dicke, wird schwer zu führen. Lass uns mal im Keller suchen, weil da war definitiv... Oder können wir sie im Keller vielleicht einfach nur anzünden? Okay, ich höre sie. Also ach, ich höre es krummeln. Wo können wir hier lang? Hier können wir, glaube ich, weiter. Hier hinten. Nicht, dass du jetzt direkt reinläufst. Sie kommt runter! Okay, ich bin hier. Die Schlümpfe! Hat sie dich? Okay, Michi und ich sind alleine. Michi, lass mal in den Keller gehen. Beruhige sie. Was? Ah, ich bin eine Puppe. Michi, wollen wir mal gucken, ob wir das Ding hier einfach anzünden können? Michi, wo bist du? Hier. Hier hilft mir nicht. Ich bin im Keller. Direkt wie bist du im Keller gekommen? Was, wir standen direkt an der Treppe. Achtung, sie kommt dir hinterher. Na super. Hey, lauf schnell, sie läuft dir hinterher. Lauf, Michi. Sie kommt gerade echt im Keller. Ja, super. Wie sieht's? Kacke. Schmeiß sie mal hier auf den Boden, ich will versuchen, die anzuzünden. Die kriegst du nicht angezündet. Da ist also im Keller ist definitiv irgendwo dieser Krematorienofen. Okay. Aber ich weiß nicht mehr, wo der war. Ich glaube, der war irgendwo ganz hinten. Da, wo die Bahren waren. Okay. Suchen wir das Ganze mal. Hier ist wieder die Treppe. Hier ist Krematoriumsofen. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, hier also, hilft nicht. Ja, ha. Ich kann natürlich nichts mehr benutzen, ne? Aber klar. Kellerschlüssel. Weißt du, wo der weiße nein. Schrank ist? Dieser Metallschrank? Ja, den habe ich schon mal gesehen. Der ist auf jeden Fall relativ auffällig. Guter Hinweis. Der Mann weiß, mit Briefmarken umzugehen. Ich höre sie schon wieder tippeln hier. Ja, ich habe jetzt die Weinfässer erstmal. Weinfässer ist... Warte... Ich glaube, falsche Richtung. Ja, also ich Weinfässer bin auch ganz dafür andere Richtung. Ich bin auch echt dafür gemacht, mich hier zu verlaufen, ne? Mhm. Wir brauchen einen Kellerschlüssel, das ist doch kacke. Hier ist die Treppe nach oben wieder. Ja, das ist gut. Das ist gut? Bleib mal da unten am Ende der Treppe stehen. Ja. Hier, rechts hinter dir. Ja, okay. Moin! So, geht's weiter. Wo bist du jetzt hin? Ach da, bist du klein. Die kurzen. Running Gag. Ja. Ah, okay. Ofen. Die kurzen. Wie kann ich den? Ja, kann ich den? Ich hab keine Ahnung. Ah, oh, Jesus! Wo? Ihr habt übrigens ein Problem, ne? Ja, das ist eine Sackgasse. Der einzige Zugang, wo ihr gerade hergekommen seid. Ja. Ich guck mal, ob sie kommt. Kann ich sie vielleicht... Hier? Kann man das irgendwie aufschließen? Ich hab keine Ahnung. Zu wissen, wie es geht, wird echt helfen. Der Hund atmet ziemlich laut. Okay. Genau wie Müller. Ja. Alter, ist das mal beschissen hier. Also noch kommt sie nicht. Ja. Aber okay, der hilft mal überhaupt nicht. Das Krematerium. Krematorium, so. Ich geh mal wieder hoch. Das bringt ja so nichts. Okay. Habe ich schon erwähnt, auf so einen kleinen Sessel passen ein Pyrenäenbärhund, Frau und Katze.
Okay, ich hab sie gehört. Oh, Alter, wenn selbst ein Lichtspalt einen schon zur Weißglut bringen kann, ne? Ach nee, aber mich auslachen, weil mir eine gruselige Puppe die Tür vor die Nase zu stehen. Ich lebe aber auch noch im Gegensatz zu dir. Das erlebt doch nicht. Es ist trotzdem gruselig. Ja, vorhin hat er nicht gelebt, als er sich so eingeschissen hat. Ja, ja. Jetzt noch wissen, wie man das Scheißvieh tötet. Macht Michi hier eigentlich die ganze Zeit die Türen wieder zu? Ah, sie kommt aus dem Keller. Okay. Ah! Ah! Weg, 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 weg. Die Karte hat's verscheucht. Ich weiß nicht. Ah, sie folgt mir noch. Ah, hier versteckt sich einer. Michi, versteck dich lieber nicht da. Sie kommt. Ich sitze es aus. Ich sitze es aus. Ich glaube, sie ist mir so ein bisschen hinterher. Ah, ist hier eine Puppe. Alter, ich piss mir ein. Scheiß Vieh. So, jetzt bin ich wieder schön in die Sackgasse gerannt. Super clever Müller. Du bist ein super Müller. Ja. Okay. Ich fühle mich jetzt gerade wieder ein bisschen sicher. Sagte er und starb. Ich habe Nudelholz gefunden. Kommt jetzt da, wo die Treppe in den Keller führt. Ja, super, dann bin ich so gut wie tot. Nee, sie geht wieder zurück. Sie ist nicht... Leider sieht man wieder nur Herr Michis halbes Gesicht, weil er da irgendwie einen Schluck Wasser in der Kurve. Entschuldigung. Ich versteck mich hier einfach. Ich bleib einfach im Dunkeln stehen, leck mich doch mal. Sechs Spiel. Ich geh jetzt wieder hoch. Das ist echt ein Scheißspiel. Nerv. Okay, Kai, was, wie teuer war das Spiel? 2 Euro noch was. 2,50 Euro. Oh, ich hab... Nicht da lang, nicht da lang. Sie kommt da oben runter, Michi. Achso. Ich lauf gar nicht, ich sitze bloß im Dunkeln. Ich wollte gerade den dritten... Ich wollte gerade den dritten Stock hoch. Das ist schlecht. Ist schlecht, den dritten Stock zu gehen? Ja, da ist sie nämlich gerade hoch. Genau auf der Treppe. Ja, dann habe ich mich doch nicht verguckt. Jetzt ist sie wieder hier. Und die Treppe runter zum Keller läuft sie gerade. Wie, beamt sie sich hier durch die Gegend oder was? Ich habe keine Ahnung, sie kommt auf jeden Fall wieder hoch. Okay. Sag mal Leute, wo seid ihr denn? Also ich bin jetzt ganz oben, da war ich tatsächlich noch gar nicht. Scheiße! Der Fluch der Homo-Scheiße! Ah, ich hab's ja ausgewählt, blöde Bitch! Schon mal drauf gekommen, dass sie die Tür aufmachen könnte? Oh. Nee, diesmal ist etwas Schlimmes passiert. Unsere Tochter reagierte gewalttätig und erhob sich. Sie fing an, alles im Raum umzuwerfen. Ich hatte eine unglaubliche Kraft und etwas Böses in ihren Augen. In dem Chaos hat sie einen Kunden getötet. Alter. Gretchen gab ihr die Puppe und diese brachte sie zurück. Irgendwann in dieser Nacht verwandelte sie sich zurück und Gretchen wurde getötet. Als sie versuchte, sie zu beruhigen. Okay. Ginny tut mir so ein bisschen leid, weil die hört dich gerade. Oh nein, 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 nein. Okay, hier geht's noch weiter hoch. Ich habe wieder eine Tür aufgeschlossen. Ja. Hier steht noch was. Ich will das hier lesen. Wir brauchen ja ein paar Hints. Nach den letzten Verabschiedungen überführten wir die Seelen zurück. Hier geht gerade die Haupttreppe hoch. Die Überführung verlief nicht immer sehr gut. Die Toten waren nicht glücklich und manchmal benahm sich das Mädchen sehr seltsam. Wenn wir ihr ihre Lieblingspuppe überreichten, erholte sie sich. Wir wussten nicht genau, wie das alles funktioniert, aber wir kaufen viele dieser Puppen. Super. Also ich habe hinter mir die Tür zugemacht. Ich hoffe, das bringt was. Oh, hier kommt Licht. Ja, ich auch. Ich sitze hier mitten im Dunkeln. Ach nee. Okay, ist erstmal wieder ruhig. Hör sie. Ja, ich nicht mehr. Also verstecken hilft ganz gut offensichtlich. Ja, aber der Sound ist mies. Ey. Ja, ein bisschen. Ich bin auf jeden Fall wieder auf Jagd. Ich glaube, Michi ist tot. Nein. Nachdem die Rituale abgeschlossen waren, verbrannten wir die Leichen im Keller. Wir verbrannten sie im Heizkessel. Dieser sorgte dafür, dass ihre Seelen in das nächste Reich übergehen. Siehst du, im Keller ist ein Heizkessel. Ja, aber... Wir brauchen da kommen wir auch nicht ran. Tote Hure, Alter. Ich höre Puppen. Ja. Ficken! Ich höre Puppen lachen. Yep. Das ist der Letzte. Ja, schon wieder. Wir brauchen einen scheiß Kellerschlüssel. Das kann doch nicht sein. Scheiße. Den suche ich doch gerade wie blöd. Du bist schon wieder hinter mir. Blöde Bitch. Was hat die unter dem Rock? Ich weiß nicht. Eine Untotenvagina hoffentlich. Dich. Ist mein Fetisch. Ist mein Fetisch.
Geht so, ja. Okay, ich sehe hier oben aber auch keinen Schlüssel. Hier müsste aber doch einer sein, oder? In jedem Raum soll ein neuer Schlüssel sein. Wee. Sagten die Hints. Hi, Michi. Hi. Ich bin glücklich, ich bin tot. Ja, Mann, das okay. ist super entspannt, ey. Ich glaube, die lachen hier hinter dieser großen Tür. Hinter der Dachbodentür. Ja, mach mal die große Tür auf. Wollen wir mal den Müller suchen und unseren Lichtkerz essen? Tür. Okay, also. Ja, können wir gleich machen. Ich muss aber, wir müssen diesen Kackschlüssel finden. Ich will wieder groß werden. Ja, ich glaube nicht, dass das hilft. Ich glaube nicht. Meine ja. Echt? Ja. Genie nickt. Aber dafür müssen wir ja halt diese hässlichen Puppen verbrennen und dafür brauchen wir den verkackten Killerschlüssel. Ja, allerdings. Wieso du das schon wieder weißt, frage ich mal lieber nicht. Haben wir auch noch nicht. Doch, den hatte Müller. Okay, ich habe. Oh, ich habe einen Schlüssel. Dachbodenschlüssel. Okay. Dachboden ist aber falsch. Ja, ist egal. Da kommen wir aber zum nächsten Schlüssel. Ui. Ich bin ein Fuchs. Ich bin ein Buschi. Oh. Ja. So, wo ist diese Riesentür, wo mich die Puppen hinter anlachen? Ja. Super, jetzt schon Bock drauf. Ich bin bei dir. Ja, ich schau's mal rein. Müller, wo bist du denn jetzt? Oder? Ganz oben. Ah! Alter! Ganz viele Puppen! Ganz viele Puppen! Alles voller Puppen! Verdammt! Sie laufen hier rum! Sie laufen weg! Wo laufen sie hin? Hier kam gerade einer entgegen, zwei, drei... Alter! Wahrscheinlich ein perfektes Problem! What the fuck? Das sah gut aus. Von der Müller. Okay. Da ist eine. Ja, ich hab hier eine in der Hand. Okay, ich muss wieder hoch und gucken, ob da der blöde Schlüssel ist für den Keller. Kacke! Ich hab mich so auf die Furken fixiert. Ah, da war noch eine! Für Scheiße! Alter, okay. Die ganzen Ekelpuppen sind alle oben in so einer... Oh, scheiße. Ich hab einen Schlüssel. Für den Keller. Ja, jetzt aber schnell. Ja, aber sie ist oben. Ich weiß. Weißt du wo? Hüpf einfach runter. Einfach Kamikaze. Okay, ich versuch's. Ich versuch runter zu rennen. Ich versuch. Ich meine, ich bin ja schneller als sie. Ich höre nur noch Türen. Ich höre auch nur noch Puppen. Gut, dass das Treppenhaus echt zentral ist und eigentlich fast komplett runterführt. Aber denn der Keller ist wieder so ein anderer Dings. Der Hund hält Händchen. Wo ist der Keller, die Kellertreppe? Leute, helft mir. Ich höre schon wieder scheiß Puppen. Oh, haben wir den Haustürschlüssel gefunden? Ah, fuck, da ist sie! Nein! Jetzt nicht! Vergiss es, Schlampe. Komm her. Ah, Keller. Keller. Ich bin im Keller. Sie kommt nicht hinterher. Okay. Wir haben sie ausgesperrt. So, jetzt aber schnell. Jetzt müssen wir hier diesen blöden Dings finden. Ja, der muss doch hier gewesen sein. Hier war doch der weiße Schrank. Hier ist der weiße Schrank. Das ist gut. Hier ist das Krematorium. Okay, ich bin im Keller. Mach mal die Tür daneben aus. Wo bin ich denn jetzt hin? Ah. Hier waren wir doch schon mal. Das kennen wir doch schon. Ah, das ist eine. Hier waren wir ganz am Anfang. Das ist eine Zwischentür. Ja, aber irgendwo hier muss der Dings sein. Da gab es ja Ofen. Zwei Türen mit Kellertüren. Ja. Hier ist noch eine böse, ne? Ja, hier ist noch eine böse Puppe. Aber ich sehe hier keinen. Wo die beknackte. Ah, warte mal, vielleicht kriege ich jetzt das Krematorium auf. Ja. Also dieses. Das hast du doch nicht versucht. Du warst in dem Raum, du Dussel. Nee. Oh, ich höre sie aber. Da kommt sie. Du hast den Kellerschlüssel, du musst hinten die Tür aufmachen neben dem Krematorium. Ja, da geht's einfach nur in den Bereich, wo wir eh schon waren. Sie kam da gerade. Nee. Da sind zwei Türen. Nicht rechts vom Krematorium, ja, sondern links vom Krematorium. Genau. Ah. Hier. Richtig. Okay. Komm rein. Michi. Okay, das ist unter der Treppe, das ist schon mal schlecht. Das hat uns genau nichts gebracht. Ist egal. Hier ist ein Schlüssel! Haustürschlüssel! Ich bin Schlüsselmeister. Oh scheiße, sie kommt. Bist du der Torfrichter? Er hieß ja Müller-Schwein, der Schlüsselmeister. Ja. Okay. Hier läuft eine Puppe nach oben. Ich glaube, sie ist ja schön. So. Hier hinten ist nochmal, also du musst an der Treppe nach oben vorbei. Ja. Ich versuche hauptsächlich zu überleben gerade. Bin ich ehrlich. Sie kommt runter. Nein, sie geht hoch. Okay. Aber man muss das Ding doch irgendwie aufkriegen. Jetzt kommt sie, glaube ich. Nein, sie ist gerade. Ah! Sie ist noch oben. Sie ist direkt hinter mir gewesen. Gut, dann
Oh. So, komm. Ja, komm, am Arsch. Komm, alles komm. Gute. Ich komm. Hier lang. Ja, zeig mir was. Warte, hier war irgendwo... Wo bist du denn jetzt hin? Hier was, was denn? Hier muss irgendwo... Hier sind noch Türen irgendwo, die nicht zu öffnen waren. Ey, den Raum kenn ich noch gar nicht. Hier. Hier ist Weinkeller. Der Weinkeller. Das kann doch nicht sein. Irgendwo muss doch hier der scheiß offen sein. Ja, irgendwo. Lass mal bitte die Türen offen stehen, wenn wir da schon waren. Oh, scheiße, ich höre sie. Vor mir oder hinter mir? Kann mal einer die Ecke abchecken? Ihr seid ja schon tot. Über dir. Über mir, okay. Ja. Hier muss doch irgendwo noch eine fucking jetzt Tür die, sein. Hä? Die glitscht hier übelst durch die Wand. Ja. Ist ja auch ein Geist. Wunder, oh Wunder, sie ist ein Geist. Nee, aber das ist richtig glitchy. Okay. Weil sonst geht sie ja eigentlich durch die Türen. Ja. Aber ich weiß immer noch nicht, wo ich die scheiß Puppen verbrennen kann. Langsam macht mich das so ein bisschen fuchsig. Das muss man. Oh. Muss man das halt. Nee. Das ist der Ausgang. Das ist der Eingang, wo wir reingekommen sind. Ja. Aber hier waren ja diverse Türen, die nicht gingen. Was ist mit der hier? Die habe ich auch schon aufgemacht. Ah, warte mal. Hier, ich hab's gefunden. Direkt neben der Treppe. Direkt neben der Treppe. Hier sind auch Matches. Jetzt aber schnell. Aber ich weiß nicht, wie ich die da reinpacke. Schon in allem, was wir untersucht haben, war Feuer schon immer ein integraler Bestandteil. Auf. Es kann wie ein Reinigungsmittel verwendet werden. Er wirkt auf lebende Organismen und Substanzen in anderen Reichen. Es kann Böses entfernen, Zauber umkehren, Seelen entfernen. Scheiße. Tür zu. Liest nicht so viel. Mach die Scheiße. Ja, ich weiß nicht auf. Wie. Kannst du nicht mit anklicken? Jetzt hab ich. Aufmachen? Moment. Ich hab. Eine brennt, glaube ich. Es brennt. Okay. Ach, wir sind übrig, Alter. Hier sind nochmal Matches, aber ist keiner groß geworden, ne? So, nein. Hier im Keller war noch eine zweite Puppe. Die schneide ich mir jetzt auch gleich. Aber da erst wieder hinfinden, Alter, ist wieder klar. Ja, das ist ja nicht. Das geht ja. Also es ist ja neben der Treppe. Das finde ich. Ist gut findbar. Wenn man den Schlüssel erstmal hat. So, wo ist jetzt. Die war ich ja noch nie. Okay, Puppe. Wo ist diese blöde Puppe aus dem Keller? Hier war eine. Oh fuck. Ich höre sie. Ah nein, das gibt's doch gar nicht. Ich war gerade wieder groß. Echt? Bist du wieder groß geworden? Ja, bin ich. Wie bist du groß geworden? Durch mich, glaube ich. Automatisch. Nachdem die Puppe verbrannt war. Ah. Läuft unten am Krematorium lang. Ja, ich suche immer noch die andere Puppe. Ich spiele jetzt über Mario und springe auf den hinter Kopf. Dir. Sie ist hinter mir? War sie gerade. Naja, ich gucke jetzt hier oben. Das ist. Ich nehme mal so eine andere Puppe mit. Ich habe eine. Boah, da stehen gleich zwei. Ist ja super. Hast du sie? Kannst du aber so eine mitnehmen, oder? Ja. Ja. Okay. Hinter mir die Tür zu. Holz rein, Streichhölzer rein und Puppe rein. Oh, gut, dass ich eine verbrannt habe, ey. Dadurch konnte sie mir nichts. Dann müsste Michi jetzt gleich groß werden. Alter. Okay. Gut, Puppen suchen. Holz habe ich. Die ist nicht verflucht, oder? Nee, die ist nicht verflucht. Aber ich habe lieber eine dabei. Hier ist noch ein Fluchtel. Kai, du bist, wenn du Glück hast, auch gleich wieder groß. Oh, nee. Ich fühle mich gerade so sicher. Ja, glaube ich dir. Also ich bin immer noch klein. Echt? Ja. Geh mal an nächste. Den Hebel von dem Ofen. Sechs markierte Puppen übrig. Okay. Gut. Die fackelt hier noch weiter rum. Genau, bleib mal hier beim Ofen stehen. Alter. Alter, wieso macht... Michi, klick mal den Ofen an. Ich bin wieder normal. Geili. Okay, Puppensuche, Jungs. Auf geht's, Puppensuchen. Wir schaffen die Bitch. Oh, ich höre sie schon. Ja, ich höre sie. Wo kam das her? Scheiße. Alter, das kam aus nichts. Was ist
Wäre es vielleicht clever, die ganzen Puppen zu horten und dann erstmal in den Keller zu werfen? Ich laufe eine. Ja, die Drecksäcke. Ja, die laufen weg. Ja. Ich habe eine gefunden, die ist direkt am Treppenhaus. Oh, jetzt ist sie. Scheiße, wo ist sie hingelaufen? Okay. Die läuft auch von mir weg, glaube ich. Am Treppenhaus. Ich habe eine. Genau, wenn du eine hast, mich hier einfach in den Keller runter, Holz reinschmeißen, Puppe reinschmeißen, gut ist. Geh mal in den Keller. Warte mal, wo ist die Puppe? Ich laufe gerade hinterher, Treppe runter. Sie da. Geht in den Keller. Sehr schön. Genau. So, jo. Bin ich auch wieder da. Okay, ja, fünf übrig. Oh, Scheiße! Wo kommen die denn jetzt her? Okay, ich brauche erstmal Holz. Ich glaube, das kommt jetzt mit jedem. Ich glaube, ich habe das Gefühl, die wird immer garstiger. Ja. Ey, die war richtig schnell gerade. Ja. Ohne Scheiß. Ja, ich habe sie nicht mal gesehen. Die kam bei mir von hinten. Sache, das wird jetzt bei jedem von euch passieren. Mit jeder Puppe. Ja. How are you going? Hey. Moin. Hi. Okay. Oh nee. Ah, verdammte Scheiße. Was denn? Wir sind bei mir. Scheiße, dann hau ab von mir. Ja. Verzwibbel dich. Nicht bei mir. Ich bin hier raus. Oh, scheiße. Wir haben den Schlafzimmerschlüssel noch nicht. Stimmt. Der war im Klo? Ich weiß nicht, der bin. Saalschlüssel. Okay, hier kommen wir erstmal noch nicht weiter. Haustürschlüssel habe ich schon. Ich hatte doch. Ja. Ich habe durch den Haustürschlüssel gesammelt. Ja. Ja, hast du alles wahrscheinlich wieder verloren. Ach, stimmt. Ja. Wo bist denn du gestorben? Keine Ahnung, ich wollte gerade noch was lesen, aber... Wo bist du gestorben? Irgendwo... Oh, ich hab die Schlüssel alle wieder. Schlüssel sind wieder da. Wo ist die blöde Kuh? Ich finde den scheiß Keller schon wieder nicht. Okay, also ergo, lass die... So, ich nehme andere Schlüssel einmal mit. Ich mach unten erstmal auf. Ich glaube, draußen sind wir auch safe, kann das sein? Ja. Nein. Nein, die ist mir vorhin auch auf dem Balkon gefolgt. Nee, ich meine richtig draußen. Okay. Okay. Aber warum machst du nur die Tür auf? Ich bin gerade im Keller und guck, ob hier welche sind. Ich höre sie nur schon wieder grummeln und finde das überhaupt nicht witzig. Dito. Ich weiß auch gerade nicht, wo ich hier langlaufe. Gefühlt renne ich die ganze Zeit im Kreis. Ist eh besser, ah, hier. Hier. Okay. Ja, was denn? Ich habe eine normale Puppe. Ah, okay. Wir könnten jetzt aber erstmal die Haus... Alter, ohne Scheiß, die Fotze ist richtig schnell geworden. Ah, ich hab eine. Sehr gut, dann los. Und dann muss Michi, komm in den Keller. Haustür. Ja. Ich bin im Keller, den Weg noch finden. Michi, du kannst dich wiederbeleben. Die wird sauer okay. sein. Irgendwer ja. wird Irgendwer stirbt gleich. Irgendwer wird jetzt ja, sterben. Du bist gerade hochgelaufen. Wahrscheinlich du. Ich nicht, nee, ich bin im Keller. Ich Boah. Alter! Alter, ich hab sie nur im Augenwinkel gesehen und war tot. Scheiße, noch eins. Okay, Wie geht die denn? Ja, sie ist eklig. Im Keller liegen sämtliche Schlüssel. Bei dem Keller? Ja. Oh, da komm ich gerade her. Bei der komischen, bei dem Holzding, bei dem Teil, wo wir dachten, das wäre das Krematorium. Niemand da? Da liegt übrigens auch noch Holz. Das könnten wir mal nehmen. Ah, komm bitte zum Ofen. Ja, hier sind die Schlüssel. Okay. Am besten alle, die jetzt benutzen. Groß machen bei uns. Habt ihr eine verbrannt wieder? Ja, habe ich gerade. Ach, sehr schön. Dann muss ich jetzt mal gucken. Also wird Kai jetzt sterben? Was vielleicht. Zack. Ne, Heizkessel muss brennen, damit du dich wieder beleben kannst. Ah, wir müssen den nur brennend halten. Ich guck mal vor der Tür. Vor der Tür ist Luft rein. Hier hast du noch Feuer. Komm. Ich hab Holz reingelegt. Komm, brenn. Zack, da bin ich wieder. Hallo. Achso. Okay. Ich würde jetzt vielleicht mal nach oben gehen. Ich würde das vielleicht erstmal abwarten. Lass die Bildschirm erstmal ein bisschen sich akklimatisieren oder was? Ich glaube nicht, dass die sich wieder akklimatisiert. Wie viele Puppen brauchen wir jetzt noch? Drei, glaube ich. Okay, ja. Lasst uns geschlossen nach ganz oben gehen. Sie kann immer nur einen töten, oder?
Und er tötet immer nur einen. Ja. Habt ihr schon die Türen aufgemacht? Ja, bin ich gerade bei. Hier, Treppe oben. Also, hast du die Schlüssel? Nee, ich glaube, es reicht. Oh, hier ist sie! Fuck, ey. Nee, sie kam um die Ecke und ich war tot. Ich hänge zwischen euch beiden. Echt? Ja. Alter, ist sie eklig. Kann man sie ablenken irgendwie? Eine Puppe leuchtete gerade rot. Echt? Ja, so ein bisschen. Also man kann ihr die wohl geben. Oh, hier ist auch noch eine Tür. Saalschlüssel. Habt ihr die Schlüssel, gleich, habt ihr die Schlüssel gleich wieder mitgenommen? Achso, Michi hat alles, stimmt. Okay, sie geht gleich nach oben. Ab. Ich versuche sie aufzuhalten. Sie kommt dir hinterher. Sie kommt genau nicht auf die Tür zu. Ja, ganz toll. Kai hat eine verbrannt, oder? Nee. Nee? Alter, sie kommt doch in den Keller. Geh in den Ofen. Sie ist jetzt im Saal. Also in dem Atrium oder was auch immer das ist. Boah, man kann echt geil springen. Hammer. So, ich guck mal nach oben, ob da Pumpen sind. Das kann ich ja jetzt als untoter Tod. Komm doch bitte in den Keller und mach euch wieder groß. Nee. Ich kann doch jetzt gucken, wo die Puppen sind, damit da einer hin navigieren kann. Aber irgendeiner muss sich groß machen. Michi, komm her. Damit wir zu zweit sind. Ja. Ich bin groß. Ah, scheiße. Jetzt das war's. Du warst groß. Jetzt bin ich wieder klein. Ja. Dann okay. Musst du wohl wieder runter, oder? Michi, gehst du in den Keller oder soll ich? Oh, hier läuft eine Puppe, hier läuft eine Puppe, hier läuft eine Puppe. Atriumssaal, jetzt ist er auf dem Balkon versteckt. Ihr müsst erstmal die ganzen Schlüssel wiederholen. Müller, ah, Keller. Geil, ich kann die an. Alter, wie sie hier einfach stand. Und jetzt vor der Tür hängt. Ey, die Puppen, ja? Wenn wir Puppen sind, können wir die Puppen anklicken. Und dann laufen die weiter. Okay, ich stehe bei den Schlüsseln, aber die alte ist auch hier. Ja. Aber gut, dann weiß ich, wo die sind. Ist irgendwie nicht gut drauf. Alter, ist die schnell! Geschwindigkeit. Irgendwer muss mal bitte mit in den Keller kommen. Ja, ich komm schon. Sie ist schon da. Sie ist im Keller. Sie ist im Keller. Vor einem Weg nach oben. Ja, ich kann kein Holz mitnehmen. Holz liegt schon im Ofen, oder? Alles gut. Bitte? Holz liegt bereits im Ofen. Ja, ich muss erstmal das blöde Ding finden. Ich bin durch eine andere Treppe gekommen. Ah, hier. Bin da. Gut. Olle ist aber auch viel unterwegs, ne? Ja. Was ist mit Michi? Weiß ich nicht, ob der sich wiederbeleben will. Ich versuche euch gerade zu finden. Einer bleibt hier, oder wie? Nee, wir gehen beide hoch. Ja, warte. Ja, ich habe aber noch Holz. Also ich könnte hier das Feuer am Laufen halten. Boah! Im Raum, Alter, ist es gemacht. Die ist in den Raum gekommen. Ins Krematorium. Also man ist da nicht so sicher, wie man vielleicht denken mag. Aber gut, ich kann mich gleich wieder... Ach nein, das Feuer ist ausgegangen. Scheiße. Ich habe kein Holz mehr. Aber irgendwer ist hier groß. Ich. Ach so, du, okay. Michi, ich spiele nach Holz. Sind beide groß? Ja, Michi und ich sind beide groß. Ja. Und die Schlüssel sind noch im... Das sind schon große Jungs. Im Atrium, ja. Voll in Hosen. Ich... Hier im Keller, bei dem silbernen Ding, ist noch zweimal Holz. Ich hab Holz. Okay, dann komm ich zurück. Wo? Ich... Achso. Wer sucht? Kai? Bei dem, Ich hab schon. Ich hab Holz reingemacht, Sehr gut, ich komm. Mach's an. Türen schließen bringt irgendwie gar nichts, ne? Nein. Sind wir jetzt alle wieder groß? Ja. Ich trau mich jetzt nach oben. Ich hol die Schlüssel. Oh, sie kommt! Oh, Alter! Schwimm wieder. Alter, da kannst du ja nichts gegen machen, ey. Keine Chance. Ich gehe nicht mehr raus, das war's. Du bist eine Puppe. Das hat keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. Brennt das Feuer noch? Ja. Ja. Ja, gut. Lebe ich wieder. Renn ich wieder los. Versuche eine Scheiß. Ist sie kleiner geworden? Ich bin gerade in die Hecke. Da ist sie. Jetzt ist sie gerade ganz. Sie ist handzahm gerade, ja. Ja, weil sie irgendein Umini hat. Ja. Ich habe eine falsche Puppe, die nehme ich jetzt.
wieder. Der Sound. Ist eklig, oder? Es ist furchtbar. Absolut abartig. Versteck mich jetzt hier im Dunkeln. Reicht ja, ich will ja versuchen, dir irgendwie mal die Puppe hinzuschmeißen, dass es das so bringt. Aber irgendwie. Ja, bist du zu schnell. Okay. Ja, Moment. Hat jemand die Schlüssel wieder geholt? Ja, ne? Nee, die liegen da alle noch. Ich hab eine Puppe. Ich hab Schlüssel. Mach mal gleich die Tür hier auf. So, wir gehen. Schnauze voll. Hier gibt's noch mehr zu tun. Ja, war zu erwarten. Mädchen. Sie kommen? Ja, ich hab eine Puppe hingeschmissen und... Also ich hab eine Puppe gedroppt. Aber kannst vergessen. Jetzt liegen die Schlüssel vor der Tür. Scheiße. Vor der Haustür und sie rennt da gerade rum. Die kommt hier hinterher, das weißt du schon, oder? Zwei Puppen noch übrig. Okay. Hier liegen die Schlüssel, wer auch immer da gerade war. Wer steht hier noch? Bist du das nicht? Entspann dich. Gut. Nee, ich hab gerade eine Puppe verbrannt. Ach so. Ah, sehr gut. Hier läuft eine hoch, Kai. Hinterher. Ah, oh, scheiße! Kai, hier oben steht sie. Ab in den Keller. Du, Michi hinterher. Ich hab keine Ahnung, wo der Keller ist. Ah, der hinterher. Müsste gleich hier vorne irgendwo sein. Scheiße, hier sind wir falsch. Stand sie hier gerade? Nee. Jetzt, wo ist dieser scheiß Keller jetzt? Okay, hier steht ein dumm rum. Okay, bin im Keller. Müller, hast du noch Holz? Hier ist noch einmal Holz. Nee, ich bin klein. Achso, ich auch. Ich glaube, sie ist über mir. Wo ist die Tür? Ich würde sagen. Aber kann man sie nicht besänftigen als Puppe? Nee, nicht wirklich, glaube ich. Kai, also. Wo bist denn du jetzt? Ich brauch Holz, nein! Hast du kein Holz? Nee! Ja, am Dingsbums. Bei dem doch. Weißen bei dem Erstkrematorium, genau. Doch, Kai, du bist doch noch im Keller, ne? Komm mal in den Raum, wo du bist. Nee, ich hab eine Puppe und ich muss jetzt verbrennen gehen. Ach, hast du das? Da liegt aber auch noch Holz, wo Michi meint. Ja. Neben der Treppe gleich. Alles gut. Okay. Letzte Puppe? Sehe ich das richtig? Bitte? Oha, sie leuchtet rot. Wer? Die ist richtig fischig. Ja, die ist richtig fischig. Ich bin festgeglitscht. Oh, Gott sei Dank. Ich such diese verfickte letzte Puppe, ey. Alter, was ein Scheiß. Ist jetzt auch so ein Glücksspiel, ne? Ist voll ätzend. Mhm. Oh Gott! Alter, ist die sauer. Ja, die leuchtet rot, oder? Ja, ja. Und wie so ein geölter Blitzlicht, die da drin rumrat. Die ist übel fettig. Alter. Ich mag da nicht reingehen. Jetzt mal ohne Scheiß. Aber Kai ist doch geil, der rusht da voll durch, ey. Ja, das Problem ist, dass sie hier, da wo ich rein könnte, gerade rumspukt. Okay, ich renn hoch. Ah, wenn die Tür von mir zugeht, ist das ein schlechtes Zeichen, oder? Ja, manchmal. Ach nee. Oh. Nein! Okay. Gut. Hier war eine andere Puppe. Also rot guckt die ziemlich böse. Die guckt die ganze Zeit ziemlich böse. Okay, ich hab sie gesehen. Ich guck grad. Sie wird übrigens nicht mehr normal. Bitte? Ich versuche in den Keller zu kommen. Die bleibt jetzt so angefressen. Ja. Wäre ich auch. Im Handmodus. Ja. Ich hab Holz. Ich muss nur erstmal das scheiß Krematorium wiederfinden. Hast du eine Puppe? Nee. Aber dann könnt ihr euch erstmal wieder groß machen. Das was nützt. Naja. Wenn ich jetzt sterbe. Okay, ich bin beim Ofen. Feuer brennt. Ja, groß. Also, Holz holen, Puppe holen. Ich hab Holz. Hier liegt nochmal Holz. Und eine Puppe? Kai, hast du Holz? Nee. Hier. Okay, ab nach oben. Zu zweit nach oben. Was
tust du? Auf geht's. Hoch oder wo? Ja, also hier unten war ja eine ganze Weile nix. Und? Ah, was hat er mir das Holz geklaut? Boah! Alter, ich bin tot. Sie sieht jetzt auch anders aus, wenn sie einen killt. Ja, gut. So, okay. Ich habe auch Streichhölzer an Holz. Jetzt brauchen wir nur noch die letzten. Hier liegen alle Schlüssel jetzt. Ja, ich kann es gerade nicht ändern. Hier oben. Okay, ich... Das ist Lilo zu aufregend. Ja, ich bleibe jetzt Puppe und suche diese andere letzte Puppe. Also zumindest mal das Stockwerk ausfindig machen. Ich lege schon mal Holz in den Ofen. Ja, will ich gerade hoch. Das Holz geht aber, glaube ich, irgendwann auch aus, oder? Ich lege es nur rein. Ich mach's nicht an. Ach so. Damit es schneller geht. Ja. Wer liegt jetzt noch? Ich. Okay. Und moi. Wo ist denn diese beknackte letzte Puppe? Ja, ich finde die nur noch normale. Oh Mann. Hab sie. Ich ziemlich weit oben, kurz vorm Dachboden. Ja. Michi, geh mal hin. Ich hab sie gerade rot blitzen sehen, das ist kein gutes Zeichen. Sie ist wirklich eine Treppe vorm Dachboden. Ich sehe schon euer Licht. Hier. Ah, ist klar. Okay. So, dass ich unbeschadet irgendwie in den Keller kommen. Ja, ich, warte, lass mich sondieren. Ich gehe vor. No. Ich lass mein Licht bist aus. Bist du hinter mir? Ja. Okay, weiter. Hoch. Wenn sie mich killt, ist nicht schlimm. Oh, doch. Kannst weiter? Nee, zusammenbleiben ist halt gut. Terrasse frei. Geradeaus weiter. Gut. Wo ist hier das scheiß Treppenhaus? Hier sind die Schlüssel gleich. Kannst du ja mal mitnehmen. Okay, ich hab was. Scheiße, sie hat Michi. Die Puppe. Die Puppe ist auch da. Ich guck, aber die Puppe läuft dann wahrscheinlich weg. Da, wo ich auch gestorben bin. Puppe bleibt hier liegen. Kai, ja, du bist richtig. Genau hier. Schnell. Hier. Auf geht's. Ab runter. Nimm die Schlüssel. Kai, du bist unsere letzte Rettung. Schnell. Wieder einmal. Geht ihr in den Keller und seht zu, dass ihr groß werdet. Ja, ich komm doch. Du bist nur schneller als ich. Mehr als rennen können wir auch nicht. Eben. Okay, der Keller, da ist sie aber nicht so oft. Das ist schon mal... Keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich auch nicht. Okay, ich... Ich hab mich ausgesperrt. Ich dusse. Ist dumm. Dumm. Alter, ich find doch niemals dieses scheiß Krematorium. Alter, wenn wir jetzt auf den letzten Metern sterben, ne? Kotze ich im Strahl. Ah, ich hab's auch. Okay. Verbrennen sie. Oh, sie ist hinter dir! Alter, war das knapp. Ja, da ist sie. Da liegt sie. Blöde Mistkuh. Ah! Fotze, ey. Vater. Ey, wir können sie mitnehmen. Verbrennen sie. Das war so viel knapp. Nee, bereits in Betrieb, wir brauchen Holz. Ich hab Holz. Ah, sie ist drin. Ja, warte mal, das können wir uns jetzt angucken. Ich meine, kann nicht mehr viel passieren. Hier ist Ghostbusters jetzt. Das ist der Container. Das war's. Ab nach Hause. Wie kommen wir da jetzt raus? Haupttür. Hausschlüssel. Hausschlüssel haben wir. Wir haben alle Schlüssel. Alles cool. Da, hier kommen wir auch raus. Achso, ja, dann müssen wir einmal ums Haus laufen. Ja, scheißegal. Ey, aber beim zweiten Anlauf, das ist doch gar nicht schlecht, oder? Aber sehr, sehr lang. Was? Warum hast du das Mädchen verbrannt? Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, warum ich sie verbrannt habe. Ja. Klar, mal ein paar Experimente. What the fuck? Okay. Pacify Part 2! Jetzt kommt bestimmt gleich nochmal ein Jumpscare. Oder Credits. Ja, das war's. Die Alte da gerade noch reinkam, ne? Ey, Alter, ich hab gedacht, das jetzt ist vorbei. So knapp, das war so knapp. Aber Hammer. Sowas von. Alter Vater. Das war, also zum Ende, das Ende war echt geil, muss ich ja tatsächlich sagen. Cooler Shit. Jungs, aber hat mir Spaß gemacht.
sehr ermüdend, dieses Spiel. Ja. Ja, also ich brauche jetzt auch nicht noch eine Runde. Die Schnauze voll. Spielen wir gleich Echo? Ja, wir spielen gleich Echo. Yay! Ihr Lieben, nochmal willkommen im neuen Jahr. Ne, ist ja schon der zweite Teil, aber das erste Mal irgendwas anderes außer Satisfactory. 2020! Ja, Happy New Year! Für uns ist immer noch 2020 und ich will kotzen immer noch über dieses fucking Jahr. Doch nicht, ist doch schon mitten in 2020. Ja, natürlich. Jungs, ich danke euch fürs Mitspielen. Kai, ich danke dir fürs Schenken. Gerne. Und ich glaub, dass ich nochmal spielen werde. Nee, wahrscheinlich nie wieder. Ich passe das nicht mehr auf. Es gibt noch einen anderen Modus. Ja, es gibt einen anderen Modus und es gibt ein anderes Ende. Wir hätten sie ja mitnehmen können. Nee. Wir hätten sie nicht verbrennen müssen. Wir können sie mit in den Bären nehmen. Ihr musstet wieder pervers sein und das Mädchen verbrennen. Ja, natürlich sind wir die Perversen. Unbedingt. Leute, vergesst den Daumen nicht. Ne? Guckt auch mal beim No-Budget-Nerd vorbei. Der macht auch witzigen Stop-Motion-Kram. Und am 31.12.2020, was wir jetzt noch haben, kommt mein neuer Stop-Motion-Film Terror of Monster Zero. Ist sein neuer Film herausgekommen. Ja. Und ich habe gerade erstmal tatsächlich geguckt, ob die Aufnahme noch lief. Ne? Ich hatte gerade ein bisschen Angst. Ach, Michi, das wird so nichts. Nee, echt mal. Hi. Sorry, ne? Aber wenn wir uns immer auf die Müller verlassen müssen, halt. Ja, das müssen wir halt verlassen. Ja. Ihr könnt euch auf die Aufnahme freuen, das kommt nur für euch. So, Leute, danke fürs Zukommen. Hat er nicht gesehen. Und Peace out. Nee, kann er auch nicht sehen, aber er sieht er, wenn das Video rauskommt. So. Hat Nettie gerade die Hütte gezeigt? Oder? Ja. Wollt ihr auch noch Tschüss sagen? Kai, das war sehr nett von dir, dass du uns dieses Spiel geschenkt hast. Wahrscheinlich werde ich es nie wieder spielen, aber dennoch danke. Und guck mal, wie sie sich angucken. Ist geil, ne? Total verliebt. Kai, wenn du nach rechts guckst, guckst du übrigens mich an. Ah, echt? Ja. Ja, genau. Hallo. Ah, Kai ist das Sandwich mit dir, Alter. Auf jeden. Er ist der voll. Hallo, Herr Müller. Überall. Hallo, Herr Schabernack. Wie dem auch sei. Michi sehr gerne, Müller sehr gerne. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und frohes neues Jahr. Ja. Auch tschüss, lieber Stream von Kai. Endlich vorbei ist bald. So, jetzt aber. Peace out. Ja. Reingehauen.